Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, schrecklichen Bestien, oder? Natürlich nicht. Oh, gut. Das dachte ich auch nicht. Danke, dass du mich befreit hast. Gemacht, Spyro. Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt der magischen Künstler.
an, die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Dass du so viele Dracheneier zurückgebracht hast, Spyro. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacherwelt bist. Möchtest du dorthin?